Kein wirklich gutes Storytelling, vor allem wenn da irgendwelche Charaktere, von denen man eigentlich mehr Kompetenz erwarten sollte, irgendwelche selten dämlichen Entscheidungen treffen oder auf einmal alle irgendwie zu schwer von Begriff sind, um das Offensichtliche zu erkennen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt einen guten FDP-Witz bringe. Klingt wie so ein League of Legends-Sprachchat. Bot, Ink, Noob Jungle, Meow. Heilige Scheiße! Und sogar Chloa, dürfen die dein Bild hier benutzen, Alter? Haben die Rechte gekauft? Einfach Fleeve-Rechte genommen hier. Geht los! Jawohl, so, keiner ist in die Mitte gesch. Bro. Und wir springen runter. So eine Ampel. Jetzt sind wir hier wieder ein bisschen im Stadtgebiet, ne? Da müssen wir durchaus ein Stück weit aufpassen. Aber, oh Bruder, was? Bist du der Ghost Rider oder was? Als ob du hier jetzt durchmanövriert bist. Willst du mich verarschen? Wo kackst du im Wagen? Ich habe so Abreißtüten, kennst du? Diese billigen Gefrierbeutel. Und da kacke ich rein. Und dann rufe ich mit offenem Fenster: Vorsicht, braune Bombe, und dann fliegt die raus. Und das ist auch ökologisch abbaubar. Und dadurch passt das eigentlich. Ja. Hat sich noch keiner beschwert, weil ich fahre dann auch zu schnell weg. Ist Chlor da eigentlich auch wirklich drin? Lass mal sehen, oder ist das Fake? Naja, sitzt da wirklich drin? Oh, Chlor, ich muss hier raus. Moin, Freunde. Ja, das war jetzt ein bisschen. Oh. Ja, Mensch. Der Auflieger kann von dir abgekuppelt werden. Okay, ich tue jetzt mal so, als hätte ich das verstanden. Warum kann ich hier gerade nicht weiterfahren schon wieder? Was ist los? Oh. Weiß es nicht. Oh, bisschen holprig hier die Straße. Scheiße, alter Kopfsteinpflasterweg hier mitten auf der Autobahn gewesen. Oh, Gottes Willen, und ohne Schilder auch. Ja, das ist ganz normal auf deutschen Straßen. Das passiert täglich tausendfach. Weihnachtsmann, du hast einen langen Sack. Weihnachtsmann und Co-KG. Krantebart der alten Fickschnitte. Bitte Nein. hilf mir, ich bin in Gefahr, Weihnachtsmann. Guck mal, der hat Oha. sogar ein Profilbild mit Tobis Alter. Ja, true. Distanz einfach nur vorne, Ja, ehrlich. geil. Alter, was hab ich denn für einen Helm auf? Verdammter Schuhkarton. Ja. Ja. Ehre. Mehr Ehre. Oh, jetzt bin ich zu greedy, aber ist mir egal. Oh, ist mir wirklich egal. Die machen einfach Sachen, ey. Topse, du blöde Fotze. Ich fiste deine Lunge, du Wichser. Ja, ich bin voll in Kerrigan drin. Bisschen RP. Topse, du blöde Fotze. Ich fiste deine Lunge, du Wichser. Junge, welcher Diener macht denn da ein bisschen Fitness für die Beine, Alter? Nicht schlecht. Alter, der Schaden. Oh nein, er wird mich Hier muss hupen. ich aber kurz zurück. Junge, einfach mit Kerrigan in Aram gewonnen. Was denn das? Wir hatten ja jetzt ein schönes Spiel. Ja, es muss reichen für dieses Jahr. Er kann ja mal aufhören hier mit seiner Silence-Fläche, sonst kann ich mein Prisma nicht werfen. Ja, so, danke Hatte schön. welche am Spieß? Oh. Wenn Tobi gefragt wurde, wo er überall Warzen hat. Irgendwie Feigwarzen, Leute. Ehre. Und dann im Gefrierfach vereisen. Papa, warum hast du so eine Socke unterm Bett und warum riecht die nach Fischmarkt? Sein Geschenk. Ja, ein Geschenk Gottes. Moshpit kommt. Oh nein! Oh, das war big! Das war ein Zufall, Mann. Bunker. Tobi, Moshpit? Ja, es kommt schon. Hab schon drauf gedrückt. Mann! Endlich wieder Schlafzimmer-Streams, Leute. Fast 100k mehr Gehalt als der Stukov. Nice. Ja, der Bastard war ja auch nur darauf erpicht, immer zurückzustoßen und zu silenzen. Ich finde, er sollte gebannt werden. 1990, fucking Opa, Alter. Ich geh jetzt in die Kiste. Alter, dann zieh ich dich jetzt vielleicht, mal sehen. Oh, ein Epic. Stolz des Löwenbändigers mit Goldmähne, da bist du, ey. Auf dem Rücken habe ich auch so eine Goldmähne. Ja, mal eben ein neues MOBA runterladen. Ich wollte gerade sagen. Schöne was Runde, denn? LOL. Ich noch 5 Minuten oder so. Sorry, was ist ein MOBA? Die Hots. Ehre. Leute, was sind eigentlich Videospiele? Doch, doch ich glaube doch. Schon. Deswegen sind die nie weitergekommen, weil du immer gesagt hast, du hast keinen Bock auf Leveln. Du Hund. Ich achte übrigens überhaupt nicht auf mein Leben, ne? Ich vertraue dir da 100%. Ja, ich IRL auch nicht. Sie waren 13 Jahre oder länger zusammen, haben Haus gekauft, gebaut, haben Kinder bekommen und sich dann getrennt. Ja, deswegen habe ich. Reich, ne? Die haben einfach Tobis Plan geleakt. Oh nee. Wer heilt nochmal? Tobi. Okay. Nee, ich mach das. Ich hab das voll im Griff. Sehr gut. Alter! Geil. Seht ihr, ich kriege neue Griffe. Ach, ich sollte auch mal skillen, ne? Nee, das ist Unsinn. Oh. Ach, scheiße. Mein Fehler war. Ich bin die Macht! Ich hab geglaubt. Junge, du standest auch in.
egal. Kuzifer würde 30 Voids ausweichen. Toll, hätte auch mal geheilt werden können. Halt's Maul! Wie bereitet ihr euch so auf die 40 Grad nächste Woche vor? Mein Pool steht schon. Sehr gut. Wenigstens cool. Der, ja. Ja. Gute ist aber, dass Tobi jetzt in Urhaft saß und nicht, wenn es so heiß wird. Deswegen saß er? Naja, das war ein bisschen unglückliche Situation. Hatte halt so einen über den Durst getrunken auf so einem Dorffest. Waren ja jetzt wieder Schützenfeste und so. Und dann kam er halt in so ein Polizeiverhör rein. Und wurde halt gefragt, was er macht, wenn er im Wald eine frisch ermordete Prostituierte findet. Und seine Antwort war halt, aufhören im Kreis zu laufen. Truhe ist verschlossen, Leute. Oh nee. Nein. Wie dein Herz. Es gibt keinen Schlüssel. Darum muss man aus gefrorener Kackwurst den Schlüssel schnitzen. Ob das bei Vampiren eigentlich auch so ein Placebo-Effekt wäre, wenn man die nicht mit so einem Holzpfahl, sondern mit so einer angespitzten, gefrorenen Kackwurst quasi ersticht, ob die dann auch krepieren? Stimmt. Muss ja kein Holzflock sein, oder? Es muss einfach nur ein Flock, Flock durchs Herz sein. Ein Cock durchs Herz. Ja, Wurstflock. Ja, das Wurst- würde auch funktionieren. Ein Wurstflock sein? Hä, wieso sind die alle blau? Nee, gelb. Nee, rot. Alter, was du nicht hörst. Früher konnten Vampire ihr Spiegelbild ja auch bloß nicht sehen, weil... Alter, was kriegst du für Schäden gerade? Lebe, ja. Weil die Spiegel ja mit so Silberlegierung beschichtet waren. Das heißt, heutzutage müssten sie sich sehen können. Verrückt. Wer denkt da dran? Wieder keiner. Silberlegierung? Ja. Warum? Das musst du erläutern. Nö. Silber ist eine Schwäche von Werwölfen. Ja, Werwölfe sind Vampire. So, jetzt hast du es. Hä? Beweist mal das Gegenteil. Ja, komm. Ich bin ja nicht in der Bringpflicht. Die These ist erstmal aufgestellt. Und dann... Ja, aber wer hat denn richtiges Silber? Wir. Besteck haben wir. Silberbesteck von meiner Oma. Das wird immer so hässlich, wenn ich das mal 3 Tage lang nicht angucke. Die Oma. Und da gibt es halt wirklich Mumien, die sehen halt aus wie gerade irgendwie einfach nur wie eingeschlafen. Mega creepy, Mann. Wenn man überlegt, dass die halt 4000 Jahre alt sind. Ja, und einer davon spielt hier gerade Eule in unserer Gruppe. Habt ihr schon mal einen weißen Püschel hinten gesehen, oder? Tobi ist einfach einer von hier, die Mummies Alive. Seele entziehen. Ich glaube, er visiert dich gerade hinter dir. Auch hinter dir ist eine Mummie. Die sterben irgendwie innerhalb von Sekunden. Ja, was ist das denn? Junge. Ja, Classic darf man wirklich nicht anmelden, okay. Denn Classic ist komisch skaliert. Ja, weil Classic noch schwer war. Junge, Level 42. Oh, die Jadeschlange beschwören, ja. Ja! Ich pull die, weil einer von euch die sonst bestimmt pullt. Weil ihr alle nicht wisst, wie das hier ordentlich funktioniert. Ja, wir sind dumm. Irgendwann bist du bestimmt so müde, dass du Wasser aufkochst und dann bei dir ins Bett gießt und dich dann schön auf die nasse Matratze legst. Aber sie ist dann heiß. Oh ja. Kann doch so nachpinkeln, dann ist es immer schön. Oh ja, warm. Das geht auch. Oh, Junge. Na, siehst du. Und dann kannst du ja morgens, wenn es nicht gefroren ist, auch direkt, wenn du Durst hast, so deinen Mund an die Matte machen und so raussaugen. Ist ja wie so ein Schwamm dann. Das hat eigentlich nur Vorteile. Ich habe einfach immer nur das Dr. Sommer-Team geguckt oder gelesen. Ja, ich war das Dr. Sommer-Team. Liebes Dr. Sommer-Team, ich habe neulich im Pfadfinderlager in ein Astloch geölkt. Werden die Eulen jetzt mein Gesicht haben? Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Schild funktioniert, ne? Aber nicht dran vorbeilaufen. Ja. Nein, Odin! Schmackhafte Adams-Äpfel. Achtung, Käse! Oh, die Runen, Leute, die Runen. Wo muss ich denn hin? Oh, ich muss auf die andere Seite. Oh, es ist alles ganz fürchterlich. Ist ja gar nicht gelohnt hier.